endlich habe ich auch wieder mal getroffen für Rapide. Vielleicht ist es daran gelegen, weil ich heute das rote Trikot tragen habe. Ich muss sagen, es war heute erste Halbzeit vor allem, war es richtig gut, da haben wir richtig gut Fußball gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir da ein bisschen nachlassen und ja, da müssen wir einfach schauen, dass wir das besser machen. Die Tore waren auch sehr unnötig und da hätten wir uns das Leben viel leichter machen können. Ja, ich glaube, wir waren heute sehr effizient, so wie das letzte Spiel. Wir haben jetzt 9 Tore geschossen in 2 Spielen, das freut mich natürlich sehr. Wir haben vorne sehr gut kombiniert, gutes Gegenpressing gehabt, wir waren spritzig. Wir waren einfach sehr, sehr gut drauf und haben die Mannschaft richtig hergespielt von Mattersburg, was sich im Vorhinein, glaube ich, niemand gedacht hätte. Und leider gut, das war zweite Halbzeit dann nicht so gut. Aber wir haben 3 Punkte gemacht und 4 Tore geschossen auswärts. Ich finde, die erste Halbzeit haben wir sehr, sehr guten Fußball gespielt, haben verdient so hoch geführt, meiner Meinung nach. Dann haben wir vor der Pause noch ein Tor bekommen. Wir haben gewusst, dass dann nach der Pause Mattersburg drücken wird. Aber ich glaube, gerade in den ersten 10 Minuten haben wir die Chance aufs 5. Tor. Dann ist komplett erledigt. Ich glaube, dann gibt Mattersburg auf. So war es halt immer so, dass Mattersburg doch noch dran geglaubt hat. Aber ich glaube, wir haben nicht viel anbrennen lassen. Natürlich nach vorne hin hätte man das konsequenter spielen können, das ist klar. Und die Gegentore waren auch zu billig, meiner Meinung nach. Es gibt natürlich noch einiges zu verbessern, aber es war ein verdienter Auswärtssieg und der war wichtig für uns. Ich glaube, wir haben nicht viele Schüsse dafür benötigt, dass wir so schnell in Führung gegangen sind. Aber ich denke, das haben wir uns einfach verdient in der ersten Halbzeit, weil wir waren extrem giftig, waren in den Zweikämpfen da und haben auch den Ball richtig gut laufen lassen. Und da haben wir uns das einfach heute verdient. Der Wettern. Ich habe noch gehört, dass er auch zum Ball will. Ich war aber sehr fokussiert, habe schon Aufzogen gehabt. Und ja, er hat mich dann beim Wadl getroffen. Ich war mir wirklich nicht sicher im ersten Moment, wer es geschossen hat. Ist im Endeffekt aber auch egal, der Sieg von der Mannschaft zählt. Ist schwierig, dann bei 4-1 wahrscheinlich die Motivation unter Anführungszeichen zu finden. Ich verstehe es zwar nicht, es geht mir auf die Nerven, wenn wir dann irgendwie leicht überheblich waren, hinten schon so viele Fehler gemacht haben, statt dass wir den Ball einmal auch vordreschen, unter Anführungszeichen, muss auch einmal sein, und wenn man unter Druck ist. Und da waren wir uns einfach zu gut und schade, dass wir dann so wenig gezeigt haben seit heute. Der Trainer hat schon klipp und klar in der ersten Halbzeit, also in der Halbzeit angesprochen, dass wir weiterhin draufbleiben müssen. Wir haben es nicht so gut gemacht wie in der ersten Halbzeit, aber ich glaube trotzdem, dass der Sieg am Ende nie gefährdet war. Wir haben auch noch ein paar Chancen gehabt. Ich glaube, der Andi hat noch an die Stange geschossen. Der Schwabe kommt knapp nicht hin. Also ich glaube, es war trotzdem auch in der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg für uns. Die letzten 2 Spiele haben wir 9 Tore geschossen, 5-1 und 4-2. Von dem her ist es natürlich gut, dass wir sehen, dass wir Tore machen können. Aber mir wäre es auch lieber, wenn wir nicht immer 5 machen müssen, wenn auch 1 reicht und wir gewinnen 1-0. Von dem her ist es wurscht, wie man gewinnt. Aber natürlich ist es schön, wenn wir vorne alle anschreiben und Tore machen, weil für das sind wir da beim Club. Du warst gerade beim OF-Interview mit einem gewissen Didi Küber an deiner Seite. Wurde heute bekannt, dass der neue Trainer unseres nächsten Gegners ist. Hast du ihm schon eine Kampfansage gemacht oder er dir? Nein, gar nicht. Es ist so, dass es nie gut ist, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die gerade den Trainer gewechselt hat. Noch dazu, wenn der Trainer Kübauer heißt, der seine Mannschaft sehr gut pushen kann. Ja, und ja, da müssen wir sehr konzentriert ans Werk gehen. Und genauso wie erste Halbzeit heute.